So, hallo allerseits. Die Aufzeichnung ist jetzt gestartet. Wir haben beim letzten Mal begonnen mit diesem Abschnitt in Kapitel 1, Entwurf einer Unterrichtsmethodik, basierend auf dem unten genannten Kapitel in dem unten genannten Buch. Wie immer in der Literaturliste finden Sie die genauen Verweise auf die einzelnen Bücher. So, wir waren da aber schon ein Stück weit gekommen. Wir haben uns diese Folie schon angeschaut, das lernpsychologische Fundament, nur ganz kurz als Wiederholung, entspannte Arbeitsatmosphäre, größere Sinnzusammenhänge, Problembewusstsein, also wir reden hier bei den letzten beiden Punkten natürlich vom großen Thema Motivation. Aktive Auseinandersetzung ist auch allgemein bekannt, dass das so seine Vorteile hat. Verschiedene Perspektiven und Zugänge muss man sehen, je nach Thema, inwieweit das überhaupt möglich ist oder inwieweit es sinnvoll ist. Authentische, realitätsnahe Problemsituationen dürfte sehr viel mit dem Problembewusstsein hier oben zu tun haben. Muss man natürlich auch gucken. Je abstrakter das Thema ist, umso schwieriger ist es da natürlich sinnvoll, realitätsnah zu sein. Aber gerade in der Schulinformatik oder auch in anderen Schulfächern gibt es ja viele sehr konkrete Themen, wo man vielleicht schauen kann, ob man realitätsnah wird. Allerdings wird die Realität dann oft sehr schnell sehr komplex und man läuft leicht Gefahr, das, was man eigentlich lehren will, dann durch den ganzen Realitätsbezug so ein bisschen, also ein bisschen nach hinten treten zu lassen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Altersgemäß hatten wir schon besprochen, in Informatik ist es ja nun mal leider so, gerade im Land Hessen, oder auch generell in Deutschland, aber noch insbesondere im Land Hessen, dass Informatik in allgemeinbildenden Schulen eher ein Thema in den höheren Klassen oder Kursen ist und bei berufsbildenden Schulen ja sowieso. So, Problemorientierung, ein Thema, dem sich der Herr Hupfwieser dann im nächsten in dem Kapitel gewidmet hat. Problemlösen, was ist Problemorientierung? Natürlich Problemlösen mit Informatiksystemen, darum geht es ja in Informatik. Wir haben Informatiksysteme oder wir bauen Informatiksysteme oder wir konfigurieren Informatiksysteme und lösen damit unsere Probleme. Wir haben einen Zustand, den wir so nicht haben wollen. Zum Beispiel, dass es noch keine IT-Lösung in unserem Unternehmen oder in unserer Institution gibt. Wir haben einen erwünschten Zielzustand, dass alles über die IT vernünftig abgewickelt werden kann, beispielsweise. Und wir müssen natürlich identifizieren, was sind die Probleme bis dahin. Ich will vielleicht das Beispiel etwas variieren. Der unerwünschte Anfangszustand ist, dass wir einen Haufen verschiedener IT-Insellösungen haben. Und der erwünschte Zielzustand ist, dass wir auf dem neuesten Stand, auch mit neuester IT-Sicherheit beispielsweise, eine gemeinsame Plattform haben, die alle diese einzelnen Insellösungen integriert. Und da gibt es einen Haufen von Barrieren, wie man vom Anfangszustand zu dem Endzustand kommen kann, da einfach weil die ganzen Systeme nicht miteinander kompatibel sind. Sie sind ja nie dafür gedacht gewesen, sind nie dafür entwickelt worden, miteinander zu interagieren. Ja, das ist das bekannte Legacy-Problem in der Informatik, dass Sie mit dem, was da ist, irgendwie klarkommen müssen und darauf aufbauen müssen, um was Neues zu machen. So, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, dass der Herr Hupfwieser hier unterscheidet zwischen dem Thema Aufgabe und dem Thema Problem. Bei der Aufgabe, da geht es nach seiner Definition darum, letztendlich geht es darum, Sachen, die man gelernt hat, nochmal einzuüben. Nicht? Also Übungsaufgabe, Hausaufgabe, so etwas in der Form. Man hat einen Rechenweg gelernt oder zumindest gesehen. Möglichst auch am Beispiel schon, dass die Lehrkraft nicht nur den Rechenweg gezeigt hat, sondern auch an Beispielen vorgeführt hat. Und das wendet man dann jetzt auch mit mehr oder weniger Transfer. Also man wird schematische Aufgaben haben, wie zum Beispiel differenzieren und mehr Transfer, mehr Kreativität brauchen beispielsweise beim Integrieren, beim Finden einer Stammfunktion. So, das Problem ist natürlich immer diesen Korridor zwischen Überforderung und letztendlich Trivialität einzuhalten. Also Trivialität in dem Sinne, wir brauchen nichts Neues, wir mit allem, was wir bisher können, was wir bisher gelernt haben, egal ob in der Schule oder anderswo, können wir das auch lösen. Ja. Also zum Beispiel, was ist der Mehrwert
einer For-Schleife gegenüber einer While-Schleife. Ja. Alles, Sie wissen ja, dass in Java beispielsweise und auch in anderen Sprachen die For-Schleife einfach nur eine Abkürzung ist für ein bestimmtes Konstrukt, deren Kern ein bestimmtes Schema, ein bestimmtes Muster zu programmieren, bei dem eine While-Schleife im Mittelpunkt steht. Also man könnte also alles, was man mit der For-Schleife löst, könnte man auch mit der While-Schleife lösen, wo sich dann eben die Frage stellt, warum beschäftigen wir uns, was ist in dem Korridor zum Thema For-Schleife, was nicht schon durch While-Schleife gelöst werden kann. Letztendlich eben, dass es eine vereinfachte und strukturierte Darstellung ist von Standardsituationen, wie zum Beispiel C-Schleife vor i gleich 0, i kleiner, Array-Länge, i++ oder so etwas. So, und das ist natürlich etwas, was in der Informatik immer krasser von Bedeutung ist als in anderen Schulfächern, dass man muss natürlich immer Produkte verwenden, um Probleme zu lösen, um Konzepte zu erlernen. Denken Sie beispielsweise wieder an Tabellenmodellierungen mithilfe von Excel oder womit auch immer, aber Sie müssen so ein Tool benutzen. Und das Problem ist aber, vor dem Sie natürlich immer stehen, ist, dass Sie aufpassen müssen, nicht zu viel, zwar alles, was notwendig ist, von Excel auch zu bringen, aber eben dabei nicht den Wald vor lauter Bäumen vergessen, nicht? Also nicht zu vergessen, dass es eigentlich um die Konzepte geht. Es geht um Tabellen, es geht um Verknüpfung von Tabellen, es geht um Selektion von Zeilen, es geht um Selektion von Spalten. Es geht, wenn Sie eine Tabelle mit Büchern und eine Tabelle mit Nutzern der Bibliothek haben, das war ja ein Beispiel, was wir letztes Mal hatten, dann geht es auch um die verschiedenen Verknüpfungsarten und das Ganze auch losgelöst von den konkreten Excel-Kommandos. Also unbedingt immer auch reflektieren, was haben wir denn da jetzt gemacht und auch klären. So sieht es in Excel aus und so ist es ganz allgemein und so wie es allgemein ist, könnte man sich auch anstelle von Excel was anderes vorstellen. Ideal wäre es natürlich immer, wenn Sie zwei verschiedene Produkte hätten, um dasselbe Problem zu lösen, einmal mit dem einen Produkt, einmal mit dem anderen Produkt, haben Sie natürlich nicht immer die Zeit dazu. Dann schaut Herr Hubwieser weiter auf das Thema Modellbildung und Simulation. Und sagt, ja gut, dass es auch ein Lerninhalt ist, ist natürlich in der Informatik, wie beispielsweise auch in der Mathematik oder in der Physik, natürlich etwas, ist es natürlich so. Und Simulation spielt in dem Unterricht, wie ich ihn kennengelernt habe, vor einigen Jahrzehnten, hat er keine große Rolle gespielt, mangels Möglichkeiten, mangels Simulationssystem. Aber heutzutage im Zeitalter von MATLAB und Ähnlichem, ist natürlich Simulation immer naheliegend einzusetzen im Unterricht in Mathematik oder Physik oder auch Informatik. Und er stellt die Forderung auf, die man nicht teilen muss, also die wir auch nicht hier unbedingt teilen müssen, aber ich möchte sie Ihnen nur mitteilen. Er stellt die Forderung auch, dass Modellbildung und Simulation durchgängiges Prinzip der Unterrichtsgestaltung ist. Wenn Sie sich wieder vorstellen, das mit Excel-Tabellen, dann wäre also die Modellbildung eben Tabellen mit verschiedenen Verknüpfungen zwischen Tabellen und Ähnliches, ganz abstrakt gesehen, wie Sie es hier auch an der Universität lernen, in den entsprechenden fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen. Aber eben losgelöst, so verstehe ich ihn, wieder losgelöst von dem Produkt und losgelöst auch als eigenes Thema, nicht nur wir modellieren die Bibliothek, sondern wie modellieren wir denn eigentlich? Oder Simulation, ich nehme mal an, dass er mit Simulation hier eigentlich ein mehr oder weniger ein Synonym zu Modellbildung meinte. Wir simulieren den Ablauf in einer Bibliothek mit Verbuchungen, mit Ausleihen und Rückgaben und so weiter. Ja, nichts unbedingt Überraschendes, Motivierung und Veranschaulichung, wobei die Veranschaulichung natürlich auch nicht nur dem Verständnis, sondern auch wieder der Motivierung dient. Ja, das ist natürlich eine interessante Sache. Gut, bei so einem weltnahen,
Also ein lebensnahes Thema wie Bibliothek zum Ausleihen von Büchern. Ich hoffe mal, dass für unsere Schülerinnen und Schüler, die so eine Bibliothek immer noch zu ihrer Lebenswirklichkeit gehört. Nehmen wir das also mal an. Da ist es natürlich dann naheliegend und auch relativ gut zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler selbst dann versuchen zu eruieren, verbal herauszuarbeiten, worum es eigentlich geht und was man eigentlich da jetzt in eine IT-Lösung umsetzen müsste. Was natürlich auch wieder dafür spricht, dass man versucht, lebensnahe Probleme zu finden, was man aber auch nicht immer findet. Als Krücke hatten wir ja schon öfters gesehen, haben Sie auch, wenn Sie bei mir die FOP gehört haben, gesehen, als Krücke gibt es so eine modellierte, simulierte Lebensnähe mit irgendwelchen Robotern, die in irgendwelchen künstlichen Welten herumlaufen. Ja, damit hat man natürlich nicht die Lebensnähe eines Bibliotheksverbuchungssystems, aber man hat so eine Veranschaulichung auch, nicht? Motivierung hoffentlich auch und die Möglichkeit, dass die Lernenden selbst sich Gedanken darum machen können, was es zum Beispiel heißt, Münzen schachbrettartig in der World vom Roboter ablegen zu lassen oder ähnliches. Formalen Modellierung noch ein bisschen mehr und interessant ist die Beobachtung, dass die Implementierung und die Realisierung ein eher untergeordneter Schritt ist beim Herrn Hubwieser. Also das würde ich mit etwas Vorsicht genießen. Wir haben ja verschiedene Stufen. Wir haben Anfängerstufen, nicht, wo die Leute erst einmal überhaupt mit Weilschleifen, Arrays und Methoden und Klassen und so weiter erstmal klarkommen müssen. Da wird sicherlich Implementierung und Realisierung sehr viel einzuüben sein, so viel einzuüben sein, dass es nicht untergeordnet sein kann. Aber wenn man wirklich im Unterricht dahin kommt, beispielsweise im Leistungskurs oder in AGs, dass man jetzt nicht mehr sich so auf das Programmieren oder auf Excel bei Tabellen oder worauf auch immer konzentrieren muss, dann würde ich zustimmen, dann sollte man so nach und nach Implementierung und Realisierung nicht mehr im Zentrum unbedingt stehen. So, gucken wir uns an. Formale Modellierung. Techniken zur Strukturierung von Informationen erlernen. Ja, was kann das so heißen? Strukturierung von Informationen. Also, darunter kann man sich natürlich was Verschiedenes vorstellen. So die üblichen Sachen, Sie kennen das aus dem Physik- und Chemieunterricht, nicht? Das strukturierte Versuchsprotokoll. Sie kennen das aus der Informatik, beispielsweise mit Java Doc, strukturierte Dokumentation. Ich denke, sowas kann eigentlich nur gemeint sein. Strukturierung von Informationen. Nämlich die Einteilung in verschiedene Kapitel letztendlich, nicht? Was kann man noch für Informationen haben? Strukturierung von Informationen, Modellierung. Naja, Strukturierung von Informationen kann ja auch zum Beispiel bildlich sein, kann grafisch sein. Ja, denken Sie an verschiedene Arten von Diagrammen, Entity-Relationship-Diagramme, UML-Diagramme. Also in der FOP hatten Sie UML-Diagramme am Anfang gesehen, als wir angefangen haben, mit Klassen und Interfaces herumzuhantieren. Also Strukturierung muss nicht unbedingt textuell heißen. So, jetzt endlich dazu. Ja, das wäre schön, würde ich mal ganz deutlich sagen. Das wäre schön, wenn wir uns hier an der Universität darauf verlassen könnten, dass die allgemeinbildenden Schulen zu Sorgfalt, Genauigkeit, systematischem Denken und Handeln erziehen. Wobei das Wort erziehen ist sicherlich auch immer ein bisschen problematisch, weil es ja für mich zumindest die Konnotation hat, dass es eher um kleine Kinder geht, die man noch erziehen muss, nicht um beinahe Erwachsene oder in beruflichen Schulen sogar richtige Erwachsene. Da weiß ich nicht, ob ich das Wort erziehen verwenden wollte. Aber ja, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht bestätigen, dass die allgemeinbildenden Schulen das erreichen. Und ich habe den Eindruck, dass es auch nur halbherzig überhaupt angegangen wird. Ich würde da zum Beispiel auch an den Deutschunterricht denken, wo man sicherlich eine ganze Menge mehr in diese Richtung machen könnte, als
als so wie ich den Deutschunterricht selbst kennengelernt habe oder wie ich es auch von Hörensagen kenne von Studierenden, dass das wohl gar nicht so viel anders ist. Und wie ich es auch sehe in den mündlichen Prüfungen bei Zentrale Ideen und Werkzeuge von MINT, eine von mir ausgerichtete Pflichtveranstaltung, Pflicht für alle Studierenden, Lehramt-Gymnasium, die entweder Informatik als ein Fach haben oder die gar kein MINT-Fach haben. Fragen Sie mich nicht, wie das dazu gekommen ist. Und da muss ich schon ganz deutlich sagen, die Fähigkeit, Informationen wirklich aufzunehmen und wiederzugeben, ohne in wüsteste Interpretationen zu kommen, das scheint nicht unbedingt im Fokus der allgemeinbildenden Schulen und auch teilweise von Studiengängen zu stehen. Vorsichtig formuliert. Gut. Standardisiert im Hinblick auf ein spätes Studium ist natürlich immer problematisch, nicht? Also bei einem Leistungskurs kann man sicherlich sagen, dass wir tatsächlich auch dass ein späteres eventuelles Studium im Blick haben, wobei man sagen muss, es gibt ja nicht nur Informatik, sondern es gibt ja eine ganze Menge informatiklastiger Studiengänge. Es gibt beispielsweise in der TU Darmstadt noch Wirtschaftsinformatik, Cognitive Science mit einem großen Informatikanteil, Informationssystemtechnik, Computational Engineering, natürlich die Lehramtsstudiengänge. Und es gibt auch weitere Bestrebungen. Es gibt zum Beispiel einen Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz im Fachbereich Maschinenbau, der auf dem Bachelor in Maschinenbau aufbaut und ähnliches. Also insofern könnte es sein, dass wir bald mit Informatik in einer ähnlichen Situation sind wie mit Mathematik schon lange, nämlich dass wir einen großen Anteil aller Studiengänge Informatik-Vorkenntnisse sehr relevant sind, so wie ja für den ganzen Ingenieursbereich, für Wirtschaft, für Informatik natürlich, für Naturwissenschaften, überall Mathematik. Vorkenntnisse wichtig sind. So. Einblicke in Methoden zum Entwurf komplexer Informationssysteme gewinnen. Ich glaube, das ist klar, was damit gemeint sind, angefangen beim Programmieren, Architektur, Dokumentation, Projektplanung und so weiter. Förderung der Abstraktionsfähigkeit erfahren ist sicherlich etwas, was hoffentlich bei Informatik, wenn es eben nicht nur auf reine Produktschulung hinausläuft, sondern wenn man wirklich immer bewusst auf die Ebene der Konzepte geht, was dann hoffentlich auch die Abstraktionsfähigkeit immer fördert. So. Bewertung des Projektergebnisses. Also, wir haben ein Projekt durchgeführt an der Schule und schauen jetzt am Ende eine Review, eine Rückschau. Was könnte man vergessen? Verbessern natürlich nicht vergessen. Was könnte man verbessern? Natürlich immer auf allen Ebenen, also in der Teamarbeit verbessern, in der Kommunikation verbessern, in der Aufteilung der einzelnen Teilaufgaben auf Leute, im Zuschnitt der Teilaufgaben, nicht in der Zeitplanung. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Punkte, an denen man sicherlich immer was verbessern kann. Welche Teilprobleme wurden nicht gelöst? Das ist leider ja auch Alltag in der Informatik, dass nicht die ganze Spezifikation erfüllt werden konnte im Zeitplan, sodass also entweder der Zeitplan erweitert werden musste, Budget nachgeschossen werden muss oder eben diese Teilprobleme nicht, also diese Teilaspekte nicht gelöst worden sind, nicht realisiert worden sind. Wo haben wir das Problem zu stark vereinfacht? Also Bibliothek zum Beispiel. Oder denken Sie an Toucan, das ist auch wieder ein schönes Beispiel. Da könnte man die Frage stellen, wo wurde die Lebenswirklichkeit an der TU Darmstadt so vereinfacht, dass es knirscht, dass es manuelle Nachkorrekturen notwendig sind und solche Sachen. Welche Alternativlösung hätte es gegeben? Klar, wie hätten wir es anders machen? Also ein Schritt weiter als nur, was könnte man verbessern, nicht? Was könnte man verbessern, bezieht sich auf die Lösung, die man hat. Und dieser Punkt bezieht sich darauf, was hätte man insgesamt anders, wie hätte man insgesamt von vornherein anders angehen können. Auch das nicht, vielleicht nicht schlecht. Wir haben ein Verbuchungssystem für Bibliotheken, fürs Ausleihen und Zurückbringen von Büchern, für die Verwaltung des Bestands der Bücher und so weiter.
Was könnten wir mit leichter Adaption, nicht allzu viel Umfrickelei, worauf könnten wir diese Lösung, die wir jetzt haben, vielleicht noch anwenden? Das ist natürlich ein Punkt, den man gerne ausblendet, der dann einem im Produktiveinsatz dann aber wieder einholt, wenn die Nutzer des Systems dann auch Fehler treffen, nicht? Wäre es schon immer gut, sich vorher klarzumachen, Fehlerfälle, zum Beispiel bei Verbuchungen, dass ein Buch nicht auffindbar mehr ist, beispielsweise. Ja, das würde ich sagen, wäre da in so einem Bibliotheksbeispiel ein gutes Beispiel. Ja, es gibt, dass ein Buch vielleicht in einem falschen Regal eingeordnet worden ist und deshalb physisch nicht da steht, wo man es sucht und dementsprechend als Verlust melden muss nach einer gewissen Zeit. Auch das ist sicherlich wichtig, inwieweit man das in der Schule, das kann man wahrscheinlich in der Schule typischerweise nur theoretisch so ein bisschen im Diskurs thematisieren, aber nicht so richtig tief geht. Zeitliche Gruppenstruktur, ja, da kommen jetzt langsam bei mir zumindest die Fragezeichen auf, dass er vorschlägt, den Unterricht überwiegend mit Projektarbeit zu gestalten. Hat er sogar einen konkreten Vorschlag gemacht, wenn wir davon ausgehen, dass die Informatik 2 Stunden pro Woche Umfang hat. Dann rechnet er vor, dass wir insgesamt 50 Unterrichtsstunden in einem Schuljahr haben. Oder ist es ein Halbjahr? Moment, zweistündig. Wie viele Wochen hat das Schuljahr? Das müsste ja dann insgesamt nur 25 Wochen haben. Kann sein, dass es für ein Halbjahr ist. Nee, passt auch nicht. Muss ich nochmal nachschlagen, wie er da genau auf diese 50 gekommen ist. Aber letztendlich ist es ja egal, es kommt ja nur hier aufs Prinzip an. Und er schlägt vor, in jedem Halbjahr 4 Blöcke Festigungsphasen, dann bleiben. Ah ja, also es geht doch offensichtlich um ein Halbjahr, nicht um ein Schuljahr. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich hier das inkonsistent aufgeschrieben habe. Dann bleiben also noch so und so viel Zeit übrig. Das bestimmt doch, passt doch alles hinten und vorne mit den Zeiten nicht. Muss ich nochmal nachschauen und gegebenenfalls nachbessern. Oder vielleicht passt es und ich habe es nicht richtig mehr im Kopf. So, und er meint 4 Blöcke zu je 2 Stunden Festigungsphasen und dazwischen dann eben zwischen diesen 4 Blöcken dann entsprechend diese Projekte jetzt sind wir wieder beim Schuljahr. Muss ich noch mal im Buch gucken. Aber letztendlich ist es ja egal. Der entscheidende Punkt ist der überwiegend mit Projektarbeit, mit Festigungsphasen dazwischen. Da möchte ich natürlich einen Einspruch erheben. Das geht natürlich nur, wenn die Leute in einem Kurs sind, wo sie schon entsprechende Vorkenntnisse haben. Das geht natürlich, wenn die Leute schon in der Mittelstufe richtig intensiv programmieren lernen und wenn man dann in der Oberstufe darauf aufbauen, so richtig einsteigen kann. Oder wenn man auf einer sehr abstrakten Ebene arbeitet, wo man nicht wie beim Programmieren mit Java beispielsweise so vieles erstmal lernen muss, um überhaupt erst einmal Hello World schreiben zu können. Sonst, also ich bin der Meinung, das geht so nicht. Herr Hubwiese hat das aber auch nicht genau differenziert nach meiner Erinnerung, sondern hat das generell vorgeschlagen als Vorgehensweise. Was könnten hier mit solchen abstrakten Tools gemeint sein? Gut, sowas wie Fopot oder ähnliches, Lego-Roboter, Excel könnte man sich auch die Frage stellen, ob das jetzt ein solches abstraktes Tool ist. Also wenn man auf so einer Ebene arbeitet, wie beispielsweise mit Excel, wo man mit relativ wenig Einführung in die Befehlssätze schon viel an Konzepten lernen kann, schon sein erstes kleines Simulationsprojekt bauen kann, das mag dann vielleicht funktionieren, aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Programmieren mit Java, sehe ich persönlich nicht, wie man da überhaupt in die Richtung denken kann. So, wir bleiben beim Herrn Hubwieser, gehen jetzt aber zur nächsten Phase über, Unterricht zu planen und zu gestalten. Zeitliche Planung ist natürlich großenteils vorgegeben durch den Lehrplan.
gibt für Sie, dass Sie sich einen Jahresplan machen, was Sie aus dem Lehrplan des Schuljahres oder des Halbjahres machen. Im Land Hessen ist ja der Lehrplan in Halbjahre unterteilt, oder sogar in Quartale. Und daran können Sie sich natürlich genauer orientieren, als wenn Sie das ganze Jahr als Einheit planen müssten. Daraus würden Sie dann sicherlich eine Wochenplanung zu machen haben und dann für jede Unterrichtseinheit. Also kann man sich überlegen, ist offen gehalten, ob das jetzt 1,5 Stunden, also 2 Schulstunden sind, eine Unterrichtseinheit, oder ob Sie selbst für sich jede solche Doppelstunde in 3 30 Minuten Unterrichtseinheiten aufteilen wollen oder wie auch immer. Also Unterrichtseinheit ist ein Begriff, der jetzt nicht direkt festgelegt wird, ist aber sicherlich nicht mehr, typischerweise nicht mehr als 1,5 Stunden enthalten würde. So, Lernziele. Jetzt wird es wichtig. Hier, dieser Punkt ist auch durchaus dann wichtig für Ihre eigenen Unterrichtsentwürfe, dass Sie einen Fokus legen auf die Lernziele. Also Sie werden jetzt in diesem Kapitel noch einiges zu sehen bekommen, was für Ihre eigenen Unterrichtsentwürfe hier in der Fachdidaktik 1 und den späteren Lehrveranstaltungen im Referendariat sehr, sehr wichtig und notwendig ist. Und ich denke, es ist fast auch tatsächlich der zentrale Punkt, dass die Lernziele, und zwar die ganz konkreten Lernziele dieser Unterrichtseinheit, genau formuliert, dass diese Lernziele im Fokus Ihres Unterrichtsentwurfs stehen. Gehen wir jetzt noch durch, Operationalisierung, das gucken wir uns alles auf den nächsten Folien an. Ordnungsschemata, Taxonomien von Lernzielen. Hier verweist der Herr Hupfwieser auf noch einen anderen Autor, den Herrn Heimann. So, das geht aber alles wieder auch ziemlich ins Abstrakte hinein. Also da wird man teilweise wirklich gucken müssen, wie das zusammenpasst mit der Realität im Unterricht. Daseinserhellung nennt er das, kognitive Aktive. Das heißt also Kenntnis von Erkenntnis zur Erkenntnis, okay, und dann noch zur Überzeugung. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, Überzeugung. Erstens mal, Informatik geht es ja vielleicht doch meistens um Kenntnisse und Erkenntnisse und weniger um Überzeugungen. Ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, in anderen Schulfächern so viel Wert auf Überzeugung zu legen. Also das muss ich gestehen, als Kind des Kalten Krieges denke ich da immer gleich an den gefestigten Klassenstandpunkt in der DDR oder ähnliches, wenn ich das nehmen Begriffe wie Überzeugung im Zusammenhang mit allgemeinbildenden Schulen sehe. Ja, also da bin ich ein bisschen sensibel, ob man wirklich hier in die Richtung so weit oder in welche Richtung man da genau denken sollte. Daseinserfüllung, ja gut, dass man zum Beispiel für die meisten Leute ist sowas wie Astronomie oder Geschichte vielleicht auch etwas, was sie so ein bisschen zu ihrem Hobby, nicht zu ihrem Beruf, sondern zu ihrem Hobby machen wollen. Und hier beim Thema Gesinnung, noch mehr als beim Thema Überzeugung, bin ich da sehr, sehr, sehr sensibilisiert, weil der Begriff Gesinnung ja wirklich gerade in Deutschland eigentlich verbrannt ist. Der Begriff ist sehr intensiv genutzt worden von diversen nicht demokratischen Bereichen der deutschen Geschichte. Ja, also Daseinserfüllung, ja gut, es mag Leute geben, die ihre Daseinserfüllung im Programmieren finden, aber wahrscheinlich sollte man dann doch eher hier die anderen Punkte in den Vordergrund stellen bei Informatik. Daseinsbewältigung ist sicherlich wieder ein Thema, wofür die Informatik wieder sehr sinnvoll ist. Also ferner Fähigkeit, die man hier erwirbt, dass es eine Fertigkeit ist, die man einfach so anwenden kann, bis hin dazu, dass man sie unbewusst anwendet.
Operationalisierung von Lernziele. Das ist jetzt, was heißt Operationalisierung? Im Grunde heißt das in der Wissenschaft. In der Wissenschaft heißt Operationalisierung im Prinzip, dass man Sachen, die man eigentlich, irgendwelche Ziele, die man verfolgt, irgendwelche Sachen, die man erreichen will, dass man sich die Frage stellt, wie kann ich jetzt eigentlich nachprüfen, ob das Ziel tatsächlich erreicht worden ist? Welche Indikatoren kann ich auswählen, um fest, wenn ich diese Indikatoren messe, um eine Entscheidung zu treffen, sind die Ziele erreicht, beziehungsweise inwieweit sind diese Ziele erreicht worden? Ja. Ein klassisches Beispiel für solche Operationalisierung ist der Intelligenzquotient als Operationalisierung von Intelligenz. Wenn Sie irgendwo in der Definition von Intelligenz hineinschauen, da reicht, glaube ich, schon die Präambel von der deutschsprachigen Wikipedia, dann ist Intelligenz ein sehr umfassender Begriff. Ja. Jedenfalls sehr viel umfassender als, also umfasst sehr viel mehr als offensichtlich als das, was mit den typischen Aufgaben in Intelligenztests abgeprüft wird. Aber der Intelligenzquotient, der eben auf solchen Intelligenztests mit solchen spezifischen Aufgaben basiert, ist eine solche Operationalisierung, die Standardoperationalisierung. Und durchaus eine problematische Operationalisierung, denn Sie haben bei den Intelligenzquotienten, bei den typischen Testaufgaben, haben Sie ja eine sehr, sehr spezifische, im Grunde sehr einfache Situation. Ja. Sie haben die Fragestellung vorgegeben, müssen nicht erst herausfinden, worum geht es eigentlich, was ist eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin. Sie haben sämtliche Antwortoptionen explizit vorgegeben. Sie müssen keine Abwägung treffen, Sie müssen keine Kombination von Antwortoptionen finden, nichts dergleichen. Sie wissen ganz genau von vornherein, genau eine Antwort ist richtig und alle anderen sind falsch. Wenn Sie sich aber eine typische Definition von Intelligenz ansehen, dann sehen Sie, das ist viel, viel umfassender als das, was man mit Aufgaben zeigen kann, die von dieser Art sind. Das heißt also, eine solche Operationalisierbarkeit, also Operationalisierung für den Intelligenzquotient, für die Intelligenz kann durchaus beliebig problematisch sein. So, beobachtbare Schülerverhalten und beobachtbare Fähigkeiten, Endverhalten, mit welchen Hilfsmitteln diese Fähigkeiten gezeigt werden, also ob, wenn die Leute etwas erklären, ob sie da Stift und Papier für Zeichnung, für Text und so weiter zur Hand nehmen, nicht? Also, oder auch, ob sie das am Rechner zeigen, wie gut die lernen, das mindestens können sollen. Ja, wenn wir Lernziele formulieren, dann müssen wir auch uns klar machen, müssen wir auch formulieren, was der Mindeststandard sein soll. Solche Lernziele sind ja meistens nicht binär, dass man es kann oder nicht kann, sondern sind ja meistens graduell, ja, dass man sie von 0 bis 100% irgendwo kann. Und dann muss man schon klar machen, wie fit die Schülerinnen und Schüler in diesem Lernziel sind. Beobachtbare Fähigkeiten, ja. Da ist es wichtig, auf die Verben zu achten. Was schreiben Sie? Sie können schreiben, etwas beschreiben, Sie können etwas identifizieren, Sie können etwas unterscheiden, zum Beispiel. Ja, das kann man beobachten. Zuhören, wenn Sie etwas beschreiben, wenn Sie etwas identifizieren, wenn Sie verschiedene Dinge unterscheiden, das kann man sehr gut beobachten. Solche Verben sind dann in diesem Sinne beobachtbare Schülerverhalten gut. Diese Verben, die Sie hier sehen, sind in dem Sinne nicht gut, weil sie nicht beobachtbar sind. Ob jemand etwas weiß oder etwas verstanden hat, kann man nicht per se direkt beobachten, sondern das muss sich dann sehr Niederschlag finden in Aktivitäten, die unter Verben wie die sicher fallen. So, auch der Herr Hubwieser beschäftigt sich mit Lehr- und Lernmethoden und geht die Sache sehr konzeptuell, systematisch an, so wie er das ja eigentlich auch für den Unterricht fordert. Insofern ist er da ganz konsistent. Also Sie sehen auch hier wieder, dass jeder Autor, jede Autorin so die eigenen Begrifflichkeiten einführt. Er nennt es Artikulation. Das ist ähnlich, wahrscheinlich nicht dasselbe, aber doch ein bisschen ähnlich zu den Rhythmen, die wir schon gesehen hatten.
Sozialformen, ja. Raumorganisation ist nicht ganz unwichtig, ob wir da so einen Klassenraum mit Frontalmodus haben oder so ein Hufeisen oder so etwas. Ob wir eine Kleingruppe haben, getrennte Gruppen oder ob wir eine große Schulklasse haben und so weiter. Ja, dann natürlich das, was im Zentrum steht. Lehrendenverhalten, darauf geht der Herr Hupfwieser ein. Das ist sicherlich auch etwas Interessantes, das wir uns dann gleich näher ansehen werden, methodisches Modell. Und ich habe hier von 5 Entscheidungen geschrieben. Es sind hier 4, die ich sehe. Da muss eins von denen noch 2 Entscheidungen beinhalten, muss ich mal nachschauen, dass das dann zusammenpasst, die 5 hier mit den 4 hier. Artikulation. Was war nochmal Artikulation? Phasen, Stufen, Stadien. Also nochmal konkreter. Unterteilung der Unterrichtseinheit in kleinere Abschnitte mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Das ist sicherlich nicht genau das, was wir als Rhythmus kennengelernt haben. Was wir als Rhythmus kennengelernt haben letzte Stunde, war ja eher in die Richtung 3 Phasen fest vorgegeben. Einführung, Bearbeitung und Ergebnissicherung. Während Herr Hupfwieser das etwas allgemeiner sieht, also nicht das direkt unbedingt vorgeht. Also Sie sehen, teilweise sind die Zitationen dann schon, in einem Buch von 1965 zitiert, aber eigentlich schon wesentlich älter. Lerngegenstand wird vor Augen geführt, ist dann sicherlich die erste Phase in der Regel, was wir auch vorher schon hatten. Als Einführungsphase. Assoziation, Beziehung zu Erkenntnissen aus der Erinnerung gehört sicherlich wahrscheinlich dann auch eher noch in die Einführungsphase, wenn wir das versuchen zu vergleichen mit den Rhythmen. Ja, das ist sicherlich dann etwas, was man eher später machen würde, nachdem man sich das Ganze erarbeitet hat und dann hoffentlich die Schülerinnen und Schüler eine gewisse Vogelperspektive gewinnen, von oben drauf schauen können und das Gesamtbild hoffentlich erkennen können und die einzelnen Teilerkenntnisse in dieses gesamte Bild einordnen und die Verbindung zwischen den einzelnen Teilerkenntnissen ziehen können. Also hier, das sind die Begriffe, die Herr Hupfwieser dafür wieder einführt. Kann man folgen dieser Taxonomie, muss man aber nicht folgen. Anwendung, damit Verifizierung der Erkenntnis. Ja, das ist natürlich auch wieder eine Frage. Das findet sich natürlich in verschiedenen Bereichen wieder, nicht? Das findet sich einerseits wieder, wenn die Schülerinnen und Schüler in Stillarbeit eine Aufgabe lösen oder in Hausübungen, aber auch in der Ergebnissicherung. Wenn da nochmal eine Aufgabe gerechnet wird, da findet sich das sicherlich im Informatikunterricht wieder. Was noch? Artikulation. Also der Hupfwieser bezieht sich dann eben auch auf noch ältere Literatur. Ein anderes Modell, wo man beginnt mit der Motivation, sehr, sehr häufig, nicht? Wir wollen unsere Bibliotheksverbuchung von der Schulbibliothek jetzt auf IT umstellen mit Hilfe von Excel. Warum? Ja, damit wir erstens mal nicht so viel Handarbeit mehr haben und zweitens mal, damit das Ganze irgendwie mit Datenbank und so weiter gut gespeichert, gesichert ist, die Zettelwirtschaft nicht mehr verwaltet werden muss. Dann, was eigentlich ja auch zur Motivation gehört, festzustellen, aha, so wie wir es bisher gemacht haben, reicht es nicht aus. Also ein schönes klassisches Beispiel ist Programmieren. Sie haben 10-mal dasselbe gemacht. Also Ihr Programm hat 10 Anweisungen, die völlig identisch sind. Also bis auf eine Kleinigkeit. Ja. Print 1, Print 2, Print 3, Print 4 bis Print 10. Und Sie kommen dann natürlich irgendwo erstens mal ist es. Es ist unbequem, Sie kommen an eine Grenze, wenn Sie es nicht 10-mal, sondern 1.000-mal wiederholen wollen.
Und sie kommen erst recht an eine Grenze, wenn sie das ohne Änderung des Quelltextes dann variabel halten wollen. Solange man keine Schleife hat, reicht das bisherige Wissen nicht aus, um diese beiden Probleme zu lösen. Erstens, große Anzahl von Wiederholungen. Gut, da könnte man noch mit Copy-Paste natürlich arbeiten. Aus einer Zeile macht zwei, aus zwei macht vier, aus vier macht acht, aus acht macht 16 und so weiter. Aber auf der anderen Seite eben die Anzahl variabel zu halten. Gut. Also müssen wir eine neue Strategie entwickeln und diese Strategie ausprobieren. Also Sie sehen, eigentlich sind die Gedanken der verschiedenen Autoren und Autorinnen gar nicht so weit auseinander. Vielleicht ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel behalten und einüben. Ja gut, das ist das, was wir auch schon vorher als Festigung gesehen haben. Und auch das, Übertragung auf andere Situationen, Integration in größere Zusammenhänge, haben wir auch schon gesehen, etwa bei der Review, bei der Abschlussdiskussion eines Projektes, hatten wir schon den Punkt gesehen, inwieweit kann man das Projektergebnis auf andere Situationen übertragen. Integration in größere Zusammenhänge, ja, inwieweit kann man die Warteschleife in den großen Zusammenhang Ablauf von Prozessen vielleicht einbinden. Also Steuerung von Prozessen durch Schleifen, If-Verzweigungen, Methoden aufrufen und so weiter. Sozialformen, Klassenunterricht, klar, ist nichts, was neu wäre. Und also auch hier wieder nichts wirklich Neues, noch einmal von anderer Seite gesehen. Schüler als Gesprächsleiter, zum Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler ein Referat halten, dass die dann auch die Diskussion zum Referat vielleicht moderieren und dass der Lehrende natürlich jetzt nicht in irgendeinem Comic rumschmökert und nicht mehr zuhört, sondern natürlich weiterhin teilnimmt, aber sich möglichst zurückhält. Gruppenunterricht ist dann natürlich etwas anderes nochmal zur Erinnerung. Man kann das natürlich jeder Gruppe dieselbe Aufgabe geben. Oder das war zum Beispiel Gruppenpuzzle, dass jede Gruppe eine andere Aufgabe hat. Aber dann muss jede Aufgabe natürlich auch für sich bearbeitbar sein, ohne dass man auf das Ergebnis einer anderen Gruppe warten muss. Also die Teilaufgaben, die von den verschiedenen Gruppen zu bearbeiten sind, dürfen nicht aufeinander aufbauen. Einzelunterricht. Ja, gut. Braucht man natürlich auch nichts weiter dazu sagen. Programmgesteuert, dass wie in Hausübungen, dass der Schüler, die Schülerin eine Aufgabe nach der anderen erledigt, nicht? Oder eben dann entsprechend hier, dass der Lehrende das im Einzelnen, wenn es tatsächlich nicht wie bei Hausaufgaben im stillen Kämmerlein ist, sondern tatsächlich im Schulunterricht, dass der Lehrende das steuert oder dass der Lehrende sich zurückzieht und der Lernende das selber steuert. Wie kann man lehren? Rezeptiv darbieten natürlich, Tafel, Frontalunterricht zum Beispiel oder eine Demo, eine Simulation. Anleitend im Unterrichtsgespräch beispielsweise. Wir sehen, es wird immer selbstständiger, immer mehr Lernenden zentriert. Stellen eine Aufgabe eines Problems und dann sollen die Lernenden allein oder in Gruppen selber daran arbeiten. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eben angesprochen hatte, was vielleicht auch nicht ganz schlecht ist, sich mal über Lehrendenverhalten klar zu werden. Führungsstil. Da gibt es verschiedene Arten von Führungsstil. Autoritär kann sich wahrscheinlich jeder von Ihnen was vorstellen. Hier muss man aufpassen, dass die Grenzen fließend sind zwischen demokratisch und laissez-faire. Also demokratisch heißt eben partizipativ, dass die Schülerinnen und Schüler mitentscheiden können, wie es jetzt weitergeht. Laissez-faire heißt, bei demokratisch ist dann dem Lehrenden noch wichtig, dass es wirklich vorangeht und dass die übergeordneten Ziele tatsächlich erreicht werden, egal wie sich jetzt im Detail die Schülerinnen und Schüler entscheiden, demokratisch. Laissez-faire heißt eher dann,
dass der Lehrende, die Lehrende, die Schülerinnen und Schüler mal einfach machen lässt und sich eigentlich gar nicht darum kümmert, ob die Ziele eingehalten werden oder nicht. Das ist natürlich hochgradig problematisch. Dass autoritär hochgradig problematisch ist, auf der anderen Seite, ist sicherlich auch allgemein bekannt. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch durchaus Erkenntnisse aus der Bildungswissenschaft, dass gerade Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel für die Deutsch eine Fremdsprache ist oder die viel nachzuholen haben oder die eben nicht so leicht Dinge verstehen, dass die potenziell überfordert sein könnten mit demokratischen Vorgehensweisen, dass da ein eher autoritärer Führungsstil vielleicht doch hilfreich sein könnte. Ja, wenn Sie mehr wissen wollen zu verschiedenen Führungsstilen, möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Der Höpfwies ist auch nicht so intensiv darauf eingegangen. Falls Sie diesen Film nie gesehen haben, auf Anfang der 40er Jahre, als angehende Lehrkräfte kann ich Ihnen nur empfehlen, diesen Film mal zu sehen. Unter anderem sehen Sie dann verschiedene Lehrer in einer Jungschule, verschiedene Lehrer, die sehr, sehr unterschiedliche Stile fahren. Und das ist, denke ich, das beste Anschauungsmaterial, das ich empfehlen kann für das Thema Führungsstile von Lehrkräften. So wie sich der Lehrende verhält, das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum Beispiel, so wie man es selber kennengelernt hat, in der eigenen Schulhistorie, im Studium, im Referendariat, vielleicht auch das. So macht man es auch weiterhin. Das habe ich nicht verstanden, was der Herr Hubwieser damit meint. Vielleicht verstehen Sie es besser. Aus sozialer Lernerfahrung billiger Altruismus. Also genau hat er es nicht geschrieben und ich tut mir leid. Ich habe darüber gebrütet. Ich weiß nicht, was er damit meint. Ups, ich sehe gerade. Ich bitte um Entschuldigung. Da ist gerade eben im Chat etwas reingekommen, was ich jetzt erst sehe. Lehrweise und Lernweise sind vermutlich zwei verschiedene Dinge. Ja, habe ich das jetzt irgendwo durcheinander gebracht? Das täte mir leid. Ach so, hat sich schon geklärt. So, ich muss jetzt zeitnäher immer auf den Chat achten. Ah, ich sehe schon, der war ein bisschen verdeckt durch die Teilnehmerliste. Ich habe jetzt den Chat in den Vordergrund gebracht und werde das dann hoffentlich besser immer aus dem Augenwinkel sehen. Bedürfnisse der Lehrenden, zum Beispiel auch Selbstbestätigung, ja, dass sie sich für eine gute Lehrkraft halten möchten und hoffentlich auch sind und dass sie ihre Unterrichtsgestaltung danach einordnen, ausrichten, dass sie dieses Selbstbild von sich haben können. Aus den Umständen natürlich auch, Lärm, brauchen wir nichts zu sagen. Und das wäre natürlich das Edelste, dass sie auch ihr Lehrendenverhalten an den Erkenntnissen der didaktischen Wissenschaften orientieren. Unter anderem aus der Fachdidaktik 1, aber natürlich nicht nur von hier. So, jetzt kommen wir richtig zum Unterrichtsentwurf. Da möchte ich dann das Buch wieder wechseln. Das Buch heißt auch, glaube ich, so, der ausführliche Unterrichtsentwurf oder zumindest ziemlich ähnlich. Das heißt, in diesem Buch geht es wirklich um dieses Thema. Ja, das ist natürlich unbeliebt, nicht? Eine Menge Schreibarbeit, und man ist erstmal der Meinung, bringt doch nichts. Ich muss allerdings sagen, ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, bei unseren Studierenden bisher in den letzten Jahren, sei es in der Fachdidaktik, sei es in den schulpraktischen Studien bzw. Praxisphase, dann doch Einsicht zu erzeugen, dass so ein Unterrichtsentwurf doch eine sinnvolle Sache ist. Vorausgesetzt, man macht das richtig. Ja, vorausgesetzt, also wir, die Lehrenden, achten darauf, geben ihnen Hilfestellung, geben ihnen Instruktionen, wie sie es richtig machen. Also das ist die Abkürzung nochmal zurück. Hier sehen Sie die beiden Nachnamen. Also hier die Abkürzung in Abschnitt Römisch 1, Arabisch 2.
Erst einmal, was soll überhaupt unterrichtet werden? Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben hatte. Die Lernziele, was genau mit dieser einen Unterrichtseinheit jetzt geplant werden soll. Die Lernziele, welche Lernziele erreicht werden. Warum ist nicht ganz falsch, nicht? Warum? Gut, wenn es darum geht, die Wahlschleife einzuführen, stellt sich nicht die Frage nach dem Warum. Und meistens stellt sich die Frage sowieso nicht so richtig, weil es halt im Lehrplan vorgegeben ist. Aber natürlich an manchen Stellen schon noch. Voraussetzungen, worauf baue ich auf? Ja, wenn ich jetzt die Wahlschleife einführen möchte, dann macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich die If-Verzweigung schon vorher eingeführt habe oder nicht. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob ich vorher den Datentyp Int und Variable vom Datentyp Int eingeführt habe, mit denen ich dann operieren kann. Die Wahlschleife als Zählschleife hernehmen kann als Beispiel oder ob ich das noch nicht kann. Die Lerngruppe natürlich, wie setzt sich die Lerngruppe zusammen, wie heterogen ist auch die Lerngruppe, welche Lernwege können wir beschreiten, sollten wir beschreiten, ja, sollen wir sowas nehmen wie FOPOT und wenn ja, wie gehen wir da jetzt konkret vor, um daran die Wahlschleife darzulegen. Es bietet sich an, mit Münzen ablegen oder Münzen aufnehmen zu arbeiten. Es bietet sich an, die Wahlschleife, solange man nicht an die Grenze der Welt oder an eine Barriere stößt, auf die Art und Weise Wahlschleifen einzufügen. Und natürlich auch der Punkt Maßanlenkung. Das ist eine Einschätzung, die der oder die Lehrende treffen muss, bei jedem Thema einzeln wieder, wie viel Maßanlenkung braucht diese spezifische Lerngruppe bei diesem spezifischen Thema? Ja, wir reden hier von etwas, was nicht nur lerngruppenspezifisch natürlich ist, sondern auch was themenspezifisch ist. Ja, wenn wir die Vorschleife einführen, nachdem wir die Wahlschleife eingeführt haben, braucht man vielleicht weniger Lenkung als wenn wir die allererste Wahlschleife, die allererste Schleifenart einführen. Oder bei Du, weil braucht man vielleicht noch weniger Lenkung. Das ist der Originalzitat aus diesem Buch. Also ich würde diesen Satz vielleicht nicht hundertprozentig so, wie er da steht, mir zu eigen machen, aber ich denke, er trifft die Sache eigentlich schon ganz gut. Vor allem finde ich den Begriff Störelement eigentlich ganz gut. Ja, dass man aufgestört wird von seinen naiven Vorstellungen, wie man jetzt an Unterricht rangehen sollte, dass man erstmal sich klar machen muss, worüber man eigentlich nachzudenken alles hat, wenn man einen solchen Unterrichtsentwurf erstellt und dann den Unterricht tatsächlich auch auf der Basis ab dann durchführt. So, was für Vorteile hat es laut diesem Buch, wenn man so einen Unterrichtsentwurf vorneweg erstellt, bevor man in den Unterricht geht? Ja, Begründung ist wichtig. Warum mache ich das so? Warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich nicht anders vor und so weiter und so fort? Warum mache ich es nicht anders? Eben diese gedankliche Sortierung ist sicherlich eine sinnvolle Zielsetzung von Unterrichtsentwürfen, dass man, bevor man in den Unterricht geht, sich gedanklich sortiert hat. Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen in den 5 Minuten vor dem Unterricht so ein bisschen im Kopf, sondern so richtig ausführlich. Das ist natürlich ein Punkt, der wird sich im Laufe der Zeit abschleifen. Am Anfang sind Sie ja hier im Studium, im Referendariat gezwungen, Unterrichtsentwürfe zu machen, aber später, wenn Sie eigenen Unterricht halten oder jetzt teilweise erhalten Sie auch eigenen Unterricht, wird es so nach und nach sicherlich immer weniger werden, wie intensiv Sie sich vorher die ganzen Thematiken eines Unterrichtsentwurfs durchdenken müssen, bevor Sie den Unterricht abhalten. Ja, das ist natürlich der Punkt. Wenn Sie schon von vornherein wissen, was Sie machen wollen und nur das aufschreiben, dann ist es in der Tat so, dass der Unterrichtsentwurf Zeitverschwendung ist. Also Unterrichtsentwurf ist sozusagen eine Möglichkeit, nochmal innehalten, sich nochmal zu überlegen, ist das, was ich mir vorstelle, wie ich jetzt
diese Unterrichtseinheit abhalte, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss. Auch das ist sicherlich nicht unwichtig, dass man auf die Art und Weise sich über Unterricht austauschen kann. Und deshalb werden ja auch immer Unterrichtsentwürfe, also das ist einer der Gründe, warum Unterrichtsentwürfe eingefordert werden und dann auch bewertet werden, eben diese dass Gutachter, Gutachterinnen auf die Art und Weise schon mal einen Einblick in ihre Gedankenwelt bekommen. Und sie werden später natürlich überhaupt nicht mehr die Zeit haben, Unterrichtsentwürfe zu machen. Das ist einfach so, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, denke ich. Aber wenn Sie das mal mit den Unterrichtsentwürfen intensiv geübt haben, dann sollte es Ihnen auch viel leichter fallen, dann vernünftigen Unterricht ohne große Planung zu gestalten. Ja, Unterrichtsentwurf. Hier habe ich mich erdreistet, ein Zitat aus dem Militärischen zu übernehmen. Interessanterweise hat sich bei den mündlichen Prüfungen herausgestellt, dieser Satz ist bei allen Prüflingen hängen geblieben. Gut, wie auch immer. Also ich hoffe, Sie verstehen, wie das gemeint ist, dass ich natürlich nicht von Schülerinnen und Schülern als Feinden rede. Aber der Punkt ist einfach der, man kann sich noch so gute Pläne vorneweg machen. Sie kennen das von Bertolt Brecht, mache einen ersten Plan, mache einen zweiten Plan, funktionieren tun sie beide nicht. Oder die Aussage vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, Strategie ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum. Diese ganzen Aussagen sagen eigentlich immer alles Ähnliche. Man kann noch so viel vorneweg planen, dann muss man mit der Situation klarkommen. Sie können also nicht davon ausgehen, dass Sie den Unterrichtsentwurf strikt durchziehen. Klar, je besser der Unterrichtsentwurf ist, umso näher werden Sie an diesem Unterrichtsentwurf dann in Ihrem Unterrichtsversuch bleiben können. Aber Sie werden nicht hundertprozentig in der Regel davon bleiben können, sondern Sie müssen von vornherein am besten in den Unterrichtsentwurf schon Flexibilität hineinbringen. Weil nun mal alles Mögliche schiefgehen kann. Nämlich das sehr häufig so, dass sie erklären den Schülerinnen und Schülern, was sie eigentlich tun sollen, und die Schülerinnen und Schüler verstehen nur Bahnhof. Ja, was soll ich jetzt machen? Gerade in Informatik, wenn Leute erstmal ihre ersten Schritte machen im Umgang mit dem Rechner, im Umgang, also mit so einer Software, mit sowas wie Programmieren beispielsweise, dann ist es oft. Besteht oft das Risiko, dass die Schülerinnen und Schüler eben noch nicht das Kontextverständnis haben, das sie brauchen, um ihre Arbeitsanweisungen zu verstehen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, erstellen Sie doch mal eine Tabelle für Bücher und eine Tabelle für Nutzer der Bibliothek und so weiter und überlegen Sie sich, wie Sie da was für Attribute, was für Spalten die Tabellen haben sollten, dann kann es erstmal daran scheitern, dass die Schülerinnen und viele Schülerinnen und Schüler erstmal gar nicht mit der Grundinstruktion klarkommen, eine Tabelle zu erstellen. Also gar nicht so weit kommen, über Bücher und deren Attribute nachzudenken und die zu spalten zu machen. Ja, Anspruchsniveau zu hoch kann natürlich auch zu niedrig sein, dass die Klasse noch nicht so weit ist, dass noch keine Ruhe eingekehrt ist, dass die Leute alle noch nicht aufgegessen haben oder was auch immer. Ja, da kann vieles schief gehen. Und es gibt sicherlich noch viele weitere, außer diese drei Punkte, die in diesem Buch, in diesem Kapitel aufgeführt worden sind. So, was gehört in den Unterrichtsentwurf hinein? Ja, da hat die Frau Völkel Ihnen auch in Moodle jetzt nochmal aktualisiert, erweitert, aufgrund von Erfahrungen der letzten Jahre erweitert, nochmal einen Leitfaden an die Hand gegeben. Was gehört in den Unterrichtsentwurf hinein? Alle Arten von Voraussetzungen, zum Beispiel das Vorwissen, die Schülerinnen und Schüler haben. Dann zum Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit Deutsch haben, oder Schwierigkeiten mit bestimmten Fachsprachen, dass das nicht
aus ihrer Kultur ähnlich, dass es in ihrer Kultur anders aussieht mit den Fachsprachen oder ähnliches. Dann auch die Räumlichkeit natürlich wieder. Also in meiner Schule, meiner weiterführenden Schule, war das so, dass direkt daneben eine Feuerwache, eine große Feuerwache war, sodass also mehrfach während eines Schulvormittags da die Feuerwehr mit richtig viel Lautstärke, mit Martinshorn ausgerückt ist. Auch während der Abiturklausuren übrigens, sodass also regelmäßig mehrfach am Tag mal eine Minute lang kein Unterricht und möglich ist, beziehungsweise keine Konzentration in den Klausuren. Ja. Was gehört noch hinein? Das, was erreicht werden soll, die Lernziele. Kompetenzen hatten wir schon kurz, wenn wir noch näher darauf eingehen. Sachanalyse des Unterrichtsgegenstands. Sachanalyse heißt eben noch nicht didaktische Analyse. Und dann die methodischen, die didaktischen Entscheidungen, die dazu kommen wir auch gleich. Und noch die Frage der Reihenfolge, die ich als erstes angehen möchte. Welche Reihenfolge sollten die einzelnen Elemente im Unterrichtsentwurf haben? Es gibt da nicht die Wahrheit meines Wissens. Es gibt auch keine DIN-Norm oder so etwas, was überhaupt an Kapiteln in einem Unterrichtsentwurf sein sollte und in welcher Reihenfolge die sein sollten. Aber es gibt immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Reihenfolge verbesserbar ist. Und das gilt nicht nur für Unterrichtsentwürfe, das gilt für alle Arten von Texten. Wenn Sie viele Vorwärtsverweise drin haben zur Erklärung des Kontextes, wenn Sie sagen müssen, hier der und der Begriff, mit dem ich jetzt hier umgehe, den werden wir erst da und da nochmal genauer kennenlernen, dann ist das ein sehr starker Indikator dafür, dass Sie da besser noch ein bisschen die Reihenfolge ändern, sodass nach Möglichkeit immer Verweise nach rückwärts gehen auf schon gelesen, schon bekanntes. Das kann dann durchaus sein, was aber heutzutage mit EDV-Möglichkeiten zur Bearbeitung von Texten ja kein Problem ist, dass Sie dann tatsächlich die Bausteine, die Sie schon im Text erstellt haben, dann deren Reihenfolge vielleicht nochmal umkehren, variieren müssen. Wobei ich sagen würde, wenn wir eine einzelne Unterrichtseinheit betrachten, sagen wir mal 45 Minuten als Unterrichtseinheit, mindestens dann wird man wahrscheinlich keine mehreren aufeinanderfolgenden Gegenstände haben, die man da entsprechend separat sozusagen nochmal aufführen sollte. Also pro Unterrichtseinheit ein Unterrichtsentwurf, der alle Themen umfasst und nicht sozusagen für einzelne Gegenstände jeweils einen eigenen Entwurf mit eigener Methodik und so weiter. Würde ich so sehen, müssen Sie nicht so sehen, natürlich. So, was sind die Voraussetzungen, individuelle Probleme der Lernenden? Brauche ich natürlich nichts dazu zu sagen. Wir hatten schon das Thema Sprachbarrieren bei Leuten aus anderen Kulturen, bei Schülerinnen und Schülern aus anderen Kulturen, die nicht gut Deutsch sprechen. Natürlich gibt es auch andere individuelle Probleme. Es gibt kognitive Probleme, Intelligenzprobleme, aber auch Verhaltensprobleme, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter. Auch, dass es das Fach ungeliebt ist, nicht? Das kann Ihnen bis auf Weiteres im Land Hessen eigentlich mit Informatik nicht passieren, weil wenn sich nicht grundsätzlich etwas ändert, dann wird im Land Hessen Informatik weiterhin ein Wahlfach bleiben, kein Pflichtfach, höchstens an einzelnen Schulen, die man dann ja auch meinen kann. Das heißt also, Informatik wird wahrscheinlich weniger das Problem haben als ungeliebtes Fach angesehen zu werden, Leseschwäche und Aufmerksamkeitsdefizite, ähnliches, Hausaufgabenrenitenz ein flächendeckendes Problem, auch hier nichts dazu zu sagen. Institutionelle Voraussetzungen, Räumlichkeiten, Ausstattung, natürlich macht es einen Unterschied, ob Sie da ein ordentliches, ausreichend großes Informatiklabor haben mit ausreichend vielen Arbeitsplätzen.
Oder ob sie das nicht haben, ob sie für jeden Schüler und jede Schülerin einen eigenen Arbeitsplatz im Raum haben oder ob sie die Leute zu dritt an jeden Rechner drängeln müssen. Die Taktung natürlich. Und es gibt ja auch Schulen, die einen gewissen Anspruch haben, ein eigenes Schulkonzept, das sie umsetzen wollen in den einzelnen Fächern. Und ich gehe mal davon aus, dass sie ein solches verbindliches Schulkonzept dann tatsächlich auch mit berücksichtigen müssen in ihrem Unterrichtsplanung und damit entsprechend auch in ihrem Unterrichtsentwurf. So, Kompetenzen. Da ist erstmal das grundlegende Problem, wie beschreibt man überhaupt Kompetenzen? Zunächst mal wichtiger Punkt, Bezug zu den Kompetenzen im Bildungsplan herstellen. Ach so, die Frau Völkel ist jetzt hineingekommen. Darf ich mal ganz kurz fragen, die Instruktionen zum Unterrichtsentwurf, die sind schon aktualisiert und erweitert worden, ja? Sind jetzt in aktualisierter, erweiterter Form, vorhanden? Die was zum Unterrichtsentwurf? Ach, die Instruktionen. Ja, Ja, in Moodle. Die sind genau. schon. Genau, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, dass wir hatten schon, also Frau Völkel hatte schon 2020 einen ersten Satz an Instruktionen, ein erstes Dokument erstellt. Und auf Basis der Erfahrung, die wir vor allem im letzten Semester gesammelt haben mit schulpraktischen Studien bzw. Praxisphase, hat Frau Völkel das Ganze jetzt nochmal erweitert und präzisiert, sodass wir hoffen, dass die Unterrichtsentwürfe, die Sie erstellen, dann wirklich den Standards entsprechen können. Falls Sie Fragen dazu haben, wissen Sie ja, wie Sie uns erreichen können. Ich bleibe auch nach So. der Vorlesung sehr gerne noch einen kleinen Moment da, falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten. Okay, gerne. So, Bezug zu den Kompetenzen im Bildungsplan herstellen. Das ist erstmal auch sehr, sehr wichtig. Darauf werden alle Leute, die ihre Unterrichtsentwürfe bewerten, auch sicherlich achten, und es macht ja auch Sinn, ja. Sie brechen das Curriculum, die Lernziele im Curriculum nieder auf einzelne Unterrichtseinheiten. Und es ist natürlich sinnvoll, sich immer wieder auch explizit klar zu machen, wo da jetzt der Zusammenhang ist, um zum Beispiel auch sicherzustellen, dass jede einzelne Kompetenz, die im Lehrplan erwähnt wird, auch tatsächlich irgendwo vernünftig auch adressiert wird. Kompetenzen, Teilkompetenzen niederbrechen, ja, also die Kompetenz bei einer Weilschleife, also wir können anfangen mit Weilschleifen, ja, da Weilschleifen in allgemeinster Form, egal was die Bedingung drin ist, in den runden Klammern, ob das jetzt eine Zählschleifbedingung ist, weil i kleiner 10 oder so etwas, oder ob das eher eine andere Form von Bedingung ist, eine eher illustrative, wie solange der Roboter noch Münzen hat oder ähnliches. Mit geschweiften Klammern und mehreren geschweiften Klammern oder ohne geschweifte Klammern mit nur einer Anweisung, ineinander geschachtelte while oder while mit if drin oder if mit while drin und so weiter, ja. Das hatten wir schon beim letzten Mal, das ganz genau niederbrechen in die Teilkompetenzen, um die es tatsächlich jetzt in dieser Unterrichtseinheit, für die Sie den Entwurf schreiben, niederzubrechen. Ja, dass es dann tatsächlich nur in Anführungszeichen darum geht, die Weilschleife mit einer ersten Form von Bedingung, nämlich mit den Münzen vom Roboter, einzuführen und in der nächsten Unterrichtseinheit Variable vom Typ int einzuführen und daraus eine Zählschleife zu machen und in der weiteren Unterrichtseinheit vielleicht boolsche Variablen einzuführen und den Namen der boolschen Variablen dann zur Bedingung in runden Klammern nach dem Schlüsselwort while zu machen und solche Sachen. Ja, in Principio erat verbum, der Anfang der lateinischen Bibel, im Anfang war das Wort. Und also es hat ja schon seinen Grund, dass das Wort und Verb dasselbe Wort sind. Das ist keine historische Zufälligkeit, sondern das Verb steht einfach im Zentrum, wird leider gerade auch in der Informatik, aber auch in anderen Bereichen aus meiner Sicht viel zu wenig berücksichtigt, dass man immer auf präzise Verben
achten sollte, dass man immer auf Verben achten sollte, die wirklich das ausdrücken, worum es geht. Wir hatten das eben schon mit den Verben beobachtbares Verhalten. Wenn die Schülerinnen und Schüler etwas unterscheiden können, etwas identifizieren können, ja, das sind gute Verben. Das ist beobachtbares Verhalten. Dass die Schülerinnen und Schüler etwas verstanden haben, etwas verstehen, ist kein gutes Verb. Ist nichts, was man beobachten kann. Und das sind, hier habe ich nochmal eine Liste von Verben, beispielhaft, die gute Verben sind, um Kompetenzen zu beschreiben. Also eben nicht solche Verben wie wissen, verstehen und so weiter, sondern Sachen, die man eben auch beobachten kann. So, nebst adverbialen Bestimmungen. Ja gut, ich habe jetzt hier zum Beispiel in Beziehung setzen zu, also adverbiale Bestimmungen sind häufig natürlich auch noch wesentlicher Teil eines Verbs. Kompetenzen beschreiben. In Stufen, auch wieder nach diesem Buch. Das ist jetzt der Punkt, der uns öfters auch nochmal beschäftigen wird, Binnendifferenzierung. Das heißt, ich werde es beim letzten Mal schon, ich sage es jetzt auch wieder, das heißt, die Studierenden die Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliches Lernpotenzial und damit muss man klarkommen. Und damit kommt man klar, indem man zunächst mal eine Mindestkompetenz definiert, die alle, auch die schwächsten Schülerinnen und Schüler, erreichen sollen. So etwas vielleicht so grob wie eine mittlere zu erreichende Kompetenz, muss natürlich nicht gleich dem Durchschnitt oder Median sein, sondern so Pi mal Daumen. Und auch, was nicht erreicht werden muss. Das ist vielleicht auch immer ganz instruktiv, sich dazu zu schreiben, welche Lernziele wollen wir in dieser Unterrichtseinheit nicht oder noch nicht erreichen. Wir wollen noch nicht ineinander geschacht oder Waldschleifen erreichen. Wir wollen noch nicht aus der Waldschleife eine Zählschleife machen oder ähnliches. Insbesondere nicht realistisch erreichbare, sei es, dass es vom Verständnisniveau zu hoch ist, sei es, dass es einfach von der Zeit nicht reicht. Was sie aber auch nicht als Kompetenzen oder Teilkompetenzen da adressieren sollten und wollen, ist Sachen, die ja sowieso schon, die Schülerinnen und Schüler ja sowieso kennen, beispielsweise aus ihrem Weltwissen auch schon kennen. Ja, also das wird vielleicht bei Informatik weniger der Fall sein als bei anderen Schulfächern, dass die Schülerinnen und Schüler aus ihrem Weltwissen schon das eine oder andere kennen, dass das nicht oder können, dass das nicht als zu erreichende Teilkompetenz nochmal hier in den Unterrichtsentwurf eingehört. Thema Kompetenz im Programmieren her, also diese Folie ist jetzt wieder, spiegelt jetzt wieder meine eigenen Gedanken wieder. Deshalb wie üblich meine 2 Cent. Und ich nehme wieder das Standardbeispiel Waldschleifen, also dass man nicht einfach so beschreibt, mit Waldschleifen umgehen kann. Ja. Es ist erstens ein schlechtes Verb, umgehen können. Was heißt das, umgehen können? Ist nicht präzise genug. Ja, zum Beispiel die Bedingung richtig auswählen können wäre etwas Konkreteres. Und zum Zweiten ist es auch viel zu umfangreich und viel zu unklar spezifiziert. Was heißt denn das, mit Waldschleife umgehen zu können? Heißt das jetzt, professionell damit umzugehen zu können, oder heißt das, das Wort weil fehlerfrei buchstabieren zu können? Etwas überspitzt gesagt. Also was Sie also alles verstanden haben und jetzt können sollten und eben auch wieder am besten auch immer explizit dazu schreiben, was nicht unbedingt jetzt hier verstanden werden muss. Also mit Anweisungsblock, mit geschweiften Klammern oder ohne geschweifte Klammern, mit nur einer einzelnen Anweisung. Wenn eine einzelne Anweisung, wenn das eine komplexe Anweisung ist, dass die eine Anweisung, die nicht in geschweiften Klammern steht, beispielsweise eine F-Verzweigung ist, 2 ineinander geschachtelte Waldschleifen mit oder ohne geschweifte Klammern um die innere Waldschleife und so weiter.
Ja, ich glaube, dieser Satz brauche ich nicht weiter zu erklären. Der versteht sich von selbst. So, also nicht die Gesamtkompetenzen, weil das ist ja, das ist, also Gesamtkompetenzen mit Wahlschleife umgehen können, ist ja etwas, was Sie in einem Termin gar nicht schaffen können, sondern in einer Unterrichtseinheit. Das heißt, es erstreckt sich über mehrere Unterrichtseinheiten und damit über mehrere Unterrichtsentwürfe, sondern konkretere Teilkompetenz entsprechend für diese Unterrichtseinheit und damit in diesem Unterrichtsentwurf. Fokus auf auf diesen einen Termin. Ja, was soll in diesem einen Termin erreicht werden? Ja, sowas, das ist nochmal der Punkt, den auch der Herr Füße angesprochen hat. Produktschulung versus allgemeine Kompetenzen. Ja, es soll natürlich auch nicht darum gehen, als Lernziel sollte nicht sein, sich anzugucken, was kann das dieses System, was kann FOPBOT noch alles, was kann Excel noch alles und so weiter, sondern die Lernziele sollten wirklich auf konzeptueller Ebene sein. Natürlich begleitet durch entsprechende Lernziele dann mit den Tools, die Sie verwenden. Das geht ja gar nicht anders in der Informatik. Aber nach Möglichkeit sollte der Fokus überwiegend hier drauf sein. Es kann natürlich auch mal sein, dass es eine Unterrichtseinheit gibt, wo es wirklich nur um Produktschulung geht, eine Einführung ins Excel, wie starte ich überhaupt erstmal Excel, wie richte ich da, wie schreibe ich da etwas in eine Zeile rein, wie blende ich Zeilen aus und so weiter und so fort. Ja, das kann auch mal sein, dass eine einzelne Unterrichtseinheit tatsächlich nur in dieser Form ist, aber sollte nicht für die Mehrheit der Unterrichtseinheiten so sein, natürlich. Und zum Beispiel beim FOPBOT, wenn Sie sich nochmal erinnern, wie wir das in der FOP gemacht haben, da haben wir natürlich die FOPBOT nur als Vehikel benutzt, um Java zu lernen. Sachanalyse ist eben im Gegensatz zur didaktischen Analyse. Fachsprache, Fachbegriffe, ja, also wenn Sie aus der Information in der Informatik eben beim Programmieren beispielsweise eben Schleifen, If-Verzweigungen, Anweisungen, Zuweisungen, Variable, Konstante und so weiter und so fort. Oder wenn Sie an das Beispiel mit Tabellen denken, Zeilen, Spalten, Verknüpfung von Tabellen und so weiter und so fort. Das, was noch gar nichts mit Didaktik zu tun hat, sondern das der Sachgegenstand, um den es eigentlich geht, in der entsprechenden Fachsprache mit den entsprechenden Fachbegriffen und natürlich auch die Beziehungen zwischen den Fachbegriffen. Also zum Beispiel Beziehungen zwischen Fachbegriff Objekt und Fachbegriff Klasse. Sollte auch wieder eingebettet sein in das, was vorher, ja, also so eine Unterrichtseinheit steht ja in der Regel nicht für sich, außer die allererste in einer Unterrichtsreihe. Und dementsprechend eingebettet sein, die Sachanalyse eingebettet sein, auch in den Sachgegenstände, auf die sich diese Unterrichtseinheit bezieht. Hier wieder ein typisches Beispiel, Programmieren. Auch das ist ein Punkt. Ja, der wird natürlich mit der Erfahrung wachsen. Ja. Wenn Sie mehrere Jahre lang denselben Kurs gemacht haben, dann wissen Sie schon ziemlich gut, haben Sie schon einen gewissen Überblick darüber, was für Fragen so kommen können, die Sie dann antizipieren können. Verständnisschwierigkeiten natürlich nochmal dasselbe. Verständnisschwierigkeiten ist nicht dasselbe wie Fragen. Ja. Fragen heißt, dass dieser Lernende oder diese Lernende schon so viel Verständnis hat, dass er oder sie eine präzise Frage artikulieren kann, auf die Sie dann hoffentlich präzise antworten können. Verständnisschwierigkeit ist eher sowas, ich verstehe nur Bahnhof, ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt fragen soll. Im extremen Fall. Ja. Also beachten Sie diesen Unterschied, dass viele Schüler, dass häufig Schüler und Schülerinnen Verständnisschwierigkeiten haben, die es ihnen unmöglich machen, eine präzise Frage zu stellen, weil man zur Formulierung der Frage schon ein gewisses Maß an Verständnis der Materie braucht. Und dementsprechend müssen Sie halt auch im Unterricht, in der Unterrichtssituation bewusst sein, dass Sie das nur weil die Schülerinnen und Schüler keine Fragen haben, heißt es noch lange nicht, dass die Schülerinnen und Schüler alles verstanden haben und wissen, was sie tun sollen.
Methoden und Arbeitsformen im Umgang mit dem Unterrichtsgegenstand in Wissenschaft und Profession denken Sie an. Naturwissenschaftliche Fächer mit den Experimenten beispielsweise, in Informatik natürlich Programmieren oder Ähnliches, aber nicht eben auch nicht nur Programmieren, bei Arbeitsformen etwa auch Dokumentation schreiben und so weiter. Was haben wir am Beispiel Programmieren? Wir haben erst einmal die Problemspezifikation, den Entwurf der Architektur, die Architektur, die die Software dann am Ende haben soll, das eigentliche Coden und dann auch die Qualitätssicherung. Ja, das sind so die typischen Methoden und Arbeitsformen, die wir da so haben auf abstraktem Niveau. So, jetzt kann man sich überlegen, da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Und wenn sie später von anderen Leuten bewertet werden, müssen sie auch gucken, dass sie die Meinung dieser Leute dann, folgen. Ja, wenn sie jemanden haben, einen Betreuer, einen Mentor haben im Referendariat, dem es wichtig ist, dass Sachanalyse und didaktische Analyse getrennt ist, dann sollten Sie das tun, nicht so handhaben. Wenn Sie jemanden haben, der das am liebsten so haben möchte, dass beides zusammen in einen Topf kommt, in ein Kapitel kommt, alles als einen untrennbaren Mischmasch, dann sollten Sie dem natürlich auch folgen. So, aber prinzipiell ist beides denkbar, dass die Sachanalyse getrennt ist von didaktischen Überlegungen oder dass beides miteinander zu kombiniert ist. Meine persönliche Sicht ist, dass man das zunächst mal bei den allerersten Entwürfen, zumindest jetzt hier in der Fachdidaktik 1, besser trennen sollte, aber das ist kein Bewertungskriterium. Wir bewerten hier ja sowieso nicht. Ja, das fließt ja nicht in die Note ein, was Sie da in die Unterrichtsentwürfe schreiben, sondern Sie kriegen nur Feedback. Insofern sind Sie da eh frei, wie Sie das machen wollen. Sie können ja dadurch keine Note verschlechtern, weil es keine Note gibt. Aber ich denke mir, es ist eine gute, sinnvolle Möglichkeit, das auf die Art und Weise anzugehen. Erst einmal das beides voneinander zu trennen. Wir hatten das ja schon. Unterrichtsentwürfe dienen auch der Sortierung der eigenen Gedanken. Und da ist es vielleicht gar nicht mal so falsch, zur Sortierung der eigenen Gedanken wirklich etwas strikter zu trennen, als Sie es vielleicht sonst machen würden. So, das ist jetzt ein Punkt, den habe ich jetzt gar nicht. Mal ganz kurz gucken. Oh, ja, wo bin ich jetzt hier gelandet? Da habe ich jetzt gar nicht einen schrittweisen Bildaufbau gemacht, weil ich diesen Punkt, Moment, haben wir gleich. So, und dann muss ich da noch, so, und dann können wir wieder zur Bildschirmpräsentation übergehen, so. Okay, diesen Punkt habe ich erst letztens kürzlich eingefügt, nach einem Gespräch mit einer Lehrkraft in einer der Schulen, wo wir in der schulpraktischen Studienpraxisphase waren. Ein Punkt, den diese Lehrkraft zu Recht sehr stark betont hat, was ihm gefehlt hat in den Unterrichtsentwürfen und die unsere Studierenden da die er von unseren Studierenden gelesen hat. Auch eine allgemeinere Erfahrung, nicht nur in diesem einen speziellen Fall, dass häufig die didaktische Analyse viel zu kurz kommt. Das kann natürlich besonders leicht passieren, wenn Sie die didaktische Analyse und die Sachanalyse zusammennehmen. Ja, dann haben Sie plötzlich einen schönen, langen, großen, in sich geschlossenen, runden Text, der zu 90% vielleicht Sachanalyse enthält und zu 10% irgendwie an den Rand gequetscht didaktische Analyse. Das ist natürlich nicht das Sinnvollste, sollte aber nicht das Zentrum, aber ein Zentrum des Unterrichtsentwurfs sein. Ja, also wie gehen Sie da am besten vor mit Stillarbeitsphasen, mit Ergebnissicherung in Gruppen oder Einzelarbeit, frontal oder Lernenden zitiert und so weiter und so fort.
Ja, das sollte eigentlich im Mittelpunkt des Ganzen unter Lichtentwurf stehen. Und das ist für mich eben, wie gesagt, auch mit ein Grund dafür, warum ich vorschlage, erst einmal Sachanalyse und didaktische Analyse strikt voneinander zu trennen. So, wenn es darum geht, Lernaufgaben zu stellen, ja, wir hatten schon das Thema Problem versus Aufgabe. Problem ist etwas, was unspezifisch ist, wo man sich erstmal die Fragestellung erarbeiten muss, die Lösungsoptionen erarbeiten muss und so weiter und so fort, während eine Lernaufgabe, eine Hausübung oder auch eine Stillarbeitsübung erst einmal ja, den gelernten, hoffentlich gelernten Stoff noch weiter einübt, noch weiter vertieft. Und da fängt das dann schon an. Also bei einer Problemformulierung modellieren Sie in Excel ein Bibliothekssystem, kommt es nicht so auf die sprachlich klare, unmissverständliche Formulierung an, denn das sollen ja die Schülerinnen und Schüler zum Großteil selber leisten. Aber bei einer Lernaufgabe müssen Sie das leisten. Und das wird dann durchaus haarig, dass sie da nicht auf der einen Seite die Formulierung so treffen, dass die Lösung mehr oder weniger schon vorweggenommen ist, aber auf der anderen Seite das so formulieren, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, was sie da eigentlich meinen, was sie da eigentlich tun sollen. Ja, sowas wie: Ändern Sie doch mal die Weilschleife so ab, dass jedes zweite Feld vom Roboter übersprungen wird oder sowas. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Das ist zwar immer noch anspruchsvoll, aber es sagt den Schülerinnen und Schülern, worüber sie nachdenken sollen, was sie zu tun haben sollen. Vielleicht noch mit dem Hinweis: Nehmen Sie in If-Verzweigung zu Hilfe, die bei jedem zweiten Feld true und bei den anderen Feldern false liefert, und sodass sie also nur bei True dann tatsächlich eine Münze ablegen oder so etwas. Ja, also da müssen Sie dann genau schauen auf dem Lernstand, auf dem die Klasse ist oder der Kurs ist, was das konkret heißt, solche unmissverständlichen Formulierungen. Sinnstiftender Kontext soll die berüchtigten Textaufgaben, nicht? Die immer versuchen, einen sinnstiftenden Kontext zu geben. Gut, also sowas wie Bibliotheksaufgabe ist sicherlich ein sinnstiftender Kontext, und sowas wie FOPOT und die anderen Tools, die vergleichbaren Tools, die es ebenso gibt, simulieren einen sinnstiftenden Kontext. Insofern haben wir das sicherlich hier ganz gut in der Hand in der Informatik. Anknüpfen an Vorwissen, Verstehenshorizont, natürlich. Gerade in Informatik ist die Anknüpfung an Vorwissen wichtig, denn wenn Sie sich mal So ein, wenn, gucken Sie noch mal vielleicht in die FOP, in die Folien rein. Ja, in die Folien, die nicht in der ersten und nicht in der zweiten Woche sind, sondern in späteren Wochen. Das wimmelt ja nur geradezu von Konzept in jedem kleinen Stück Quelltext wimmelt es geradezu von Konzepten, die in allen bisher abgehaltenen Einheiten ja eingeführt worden sind. Ja, man muss eigentlich, um ein Stück Code, ein Stück Quelltext, eine Folie zu verstehen in FOP, musste man eigentlich das gesamte Vorwissen oder zumindest die bestimmten Punkte im Vorwissen, wie funktioniert eine Weilschleife, wie funktioniert es mit Variablen und so weiter, müsste man alles parat haben. Also Anknüpfung an Vorwissen ist in der Informatik, denke ich, viel, viel wichtiger als in anderen Bereichen. Ja, in der Mathematik gibt es immer wieder: Sie haben jetzt Prozentrechnung gemacht, als nächstes kommt Bruchrechnung. Nee, umgekehrt wird man es wohl machen, ne? Ja, gut, da ist Anknüpfung auch wichtig. Bei der Prozentrechnung müssen Sie Bruchrechnung auch beherrschen. Ja. Aber gut, sowas Grundlegendes wie Bruchrechnung müssen Sie natürlich auch wieder woanders beherrschen. Aber wenn Sie bei Mathematik daran denken, wir machen jetzt Geometrie und dann machen wir wieder Algebra und dann machen wir Trigonometrie und so weiter. Also wenn Sie programmieren, beim Programmieren sind die einzelnen Konzepte, die einzelnen Programmierkonzepte einer Sprache viel enger miteinander verknüpft, müssen die Schülerinnen und Schüler eigentlich immer alles parat haben, oder sie müssen halt immer wieder daran erinnern, wie der Unterrichtsanhalt anknüpft. Anforderungsniveau hatten wir schon des Öfteren mal.
Ausdifferenzierung, die berüchtigte Binnendifferenzierung natürlich, mit der Möglichkeit, Aufgaben für alle zu machen und die, die schnell mit diesen Aufgaben fertig sind, denen dann Aufgaben zu geben, die nicht vorgreifen im Stoff, sondern die in eine Richtung vertiefen, in die der Kursverband, der Klassenverband nicht gehen wird. Damit diese Schülerinnen und Schüler, die schneller sind, eben nicht noch schneller werden. Lernaufgaben sollen vielfältig in den Lösungsstrategien und Darstellungsformen sein. Auch da würde ich wieder sagen, ja, wenn ein gewisses Niveau erreicht ist bei den Schülerinnen und Schülern. Ja, also bei der Einführung der Weichschleife wird man in den Lösungsstrategien und Darstellungsformen nicht so viel machen können, aber bei Bibliotheksnutzungsprogrammen mit Excel wird man da sicherlich eine ganze Menge Vielfalt Darstellungsformen reinbringen können. Also wobei hier mir noch ein Punkt aufgestoßen ist, der mir öfters mal in der Didaktik aufstößt. Man liest immer wieder in der Didaktik die Forderung, man soll Aufgaben stellen, die vielfältige Lösungswege ermöglichen. Aber meine Antwort darauf ist, das sehen Sie auch hier, oft genug geht es ja bei der Lösung einer Aufgabe nicht darum, diese Aufgabe zu lösen, sondern es geht darum, eine bestimmte Kompetenz zu zeigen, also einzuüben oder, wenn es eine Klausuraufgabe ist, zu zeigen, dass man diese Kompetenz erreicht hat. Ja, ich will Ihnen ein Beispiel dazu nennen aus den FOP-Klausuren. Wenn Sie bei mir eine FOP-Klausur mitgemacht haben, dann kennen Sie dieses Beispiel. Ich mache das immer so, dass ich auf bestimmte Aufgaben zweimal stelle. Einmal mit der Forderung, es muss iterativ gelöst werden, also ohne Rekursion und mit Schleifen. Und einmal, es muss rekursiv gelöst werden, also ohne Iteration, ohne Schleifen, nur mit Rekursion. Und das ist natürlich wichtig, weil beides muss eingeübt werden. Ja, es wäre verfehlt, wenn ich jetzt sagen würde, lösen Sie diese Aufgabe, wie Sie wollen, ja, iterativ oder rekursiv, denn ich will ja beides, dass beides eingeübt wird. Und der zweite Punkt, das ist jetzt nicht speziell von mir, aber das ist eine Erkenntnis, die durchaus auch in der Bildungswissenschaft schon ins Bewusstsein gekommen ist, dass das gerade für schwächere Lernende schwierig ist, damit klarzukommen, wenn sie nicht einen klaren Weg vorgezeichnet haben. Und nebenbei bemerkt, das Thema Benotung wird sehr, sehr schwierig, wenn sie verschiedene Lösungswege dann akzeptieren. Ja? Sie vergeben für diese Aufgabe, die entweder iterativ oder rekursiv gelöst werden kann, vergeben sie 10 Punkte. Und wie wollen Sie das gerecht machen, dass jemand, der die iterative Lösung teilweise verbaselt hat, so und so viele Punkte kriegt und jemand, der die rekursive Lösung teilweise verbaselt hat, so und so viele Punkte kriegt, wo soll da noch Gerechtigkeit sein? Und ganz mal abgesehen davon, dass es schwierig ist, überhaupt zu vertreten, typischerweise ist eine iterative Lösung und eine rekursive Lösung so deutlich unterschiedlich, dass es schwer ist zu vertreten, dass die beiden dieselben Punktzahlen bekommen sollen. Aber sie müssen ja dieselbe Punktzahl bekommen, sonst geht es mit dem ganzen Bewertungsschema nicht mehr auf. Gut, damit bin ich an dieser Stelle für heute fertig. Die Zeit ist um. Ich möchte als erstes dann die Aufzeichnung stoppen.